Hast du schon mal einen solchen Sack in deine Schuhe gesteckt? In diesem Video zeige ich dir, worum es sich genau handelt und warum du das unbedingt probieren solltest. Dafür brauchst du im ersten Schritt einmal ein Stück Haushaltstuch. Dieses legst du jetzt auf den Tisch und kippst dann mittig auf dieses Tuch dieses weiße Pulver. Ich zeige dir gleich noch, worum es sich dabei genau handelt und wie das Ganze dir helfen kann. Jetzt nimmst du dann alle Ecken des Tuches und faltest sie nach oben weg. Dann drehst du das Ganze vorsichtig ein, damit du dann einen solchen Beutel daraus geformt hast. Durch das Drehen ist es oben schon einigermaßen verschlossen. Um es wirklich komplett zuzumachen, solltest du dir allerdings noch ein Gummiband schnappen und dieses jetzt hier oben drum herum wickeln. So verhinderst du, dass das Ganze aufgehen kann und das Pulver dir einfach wieder herausfällt. Davon kannst du auch direkt mehrere fertig machen, denn sie haben kein Ablaufdatum. Du kannst sie einfach beiseite stellen und immer benutzen, wenn du mal einen davon benötigst. Doch wofür haben wir das Ganze jetzt überhaupt gemacht? Bei dem weißen Pulver handelt es sich übrigens um Natron. Falls du noch kein Natron bei dir zu Hause hast, bekommst du es auch bei mir im Shop. Du findest den Link unten in der Videobeschreibung und mit dem Gutscheincode FUCHS10 bekommst du auch noch 10% Rabatt auf deine Bestellung. Und das Ganze wollen wir jetzt an unseren Schuhen anwenden, denn sicherlich kennst du es auch, dass mit der Zeit Schuhe mal zu stinken beginnen. Kein Wunder, wenn du täglich darin läufst. Da Natron schlechte Gerüche bindet, kann das Natron in dem Beutel jetzt die schlechten Gerüche aus deinen Schuhen aufnehmen und dafür sorgen, dass sie eben nicht mehr stinken. Lass einfach einen dieser Beutel für mehrere Stunden in deinen Schuhen stehen und danach wirst du merken, dass sie eben nicht mehr unangenehm riechen. Das Ganze kannst du übrigens auch bei deinem Besuch anwenden, wenn er kommt und stinkende Schuhe hat. Einfach in die Schuhe stellen und danach werden diese ebenfalls nicht mehr stinken. Probiere das Ganze doch auch bei dir unbedingt einmal aus. Möchtest du jetzt außerdem noch 8 geniale Tricks mit Vaseline kennenlernen, die wirklich jeder kennen sollte, dann schau dir unbedingt das Video an, welches ich dir an dieser Stelle verlinke. Über einen Daumen nach oben oder ein Abo würde ich mich ebenfalls wirklich sehr freuen.